Also Freunde, pass auf. Social Media Marketing. Eine Frage, direkt die erste Frage. Was glaubt ihr, worum geht es tatsächlich bei Social Media in Klammern Marketing wirklich? Tipp, man sieht das auf dem unteren Bild. Was glaubt ihr, worum geht es tatsächlich bei Social Media Marketing oder bei Marketing generell? Ihr dürft reinrufen. Anerkennung, okay, interessant. Weiter? Auffallen. Auffallen, ja. Ja? Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, ja, was noch? Information. Information, was noch? Einzigartigkeit. Einzigartigkeit, ja, was noch? Positionierung. Positionierung, ja. Community, ja, was noch? Reichweite. Okay, sind alles viele gute Punkte, die alle mit einspielen, aber Manuel hat es, glaube ich, als erstes entdeckt, und zwar, es geht um Aufmerksamkeit. Es geht um Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist das Einzige, worum es tatsächlich, worauf ihr euch fokussieren müsst, worum es beim Marketing geht, worum es auch bei Social Media Marketing geht. Freunde, wenn ihr euch das bewusst macht, dass es ausschließlich um Aufmerksamkeit geht im Marketing, dann werdet ihr verstehen, warum ihr unter anderem, wenn ihr noch keine großen Erfolge auf Social Media habt, warum ihr diese nicht habt und warum Leute, die Erfolg haben durch Social Media oder generell im Marketing, diese haben. Ganz oft, ich habe ja selber, wie gesagt, meine eigene Agentur, da sind wir auch mit vielen Unternehmen unterwegs. Wir helfen denen ein bisschen bei der Inhalterstellung, bei Werbeanzeigen und sonstigen Sachen. Ich gucke mir den Facebook- und Instagram-Seiten an und ich denke mir, Mensch, wer saß denn da dran? Ich frage mich wirklich, wer hat sich das überlegt, wer hat sich das ausgedacht, wer saß da dran? Weil das sind Dinge, die total irrelevant sind. Dinge werden geteilt, Texte werden geteilt, Bilder werden geteilt, Videos werden geteilt, die null Aufmerksamkeit erzeugen. Null. Weil es geht ausschließlich darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Weil du musst dir ja mal Folgendes vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich sehe in diesem Bild ein bisschen mehr als nur ein paar Social Media Icons plus ein Smartphone. Ich sehe in diesem Bild eigentlich den täglichen Ablauf von uns. Und zwar nehmen wir jeden Tag mehrere hundert Mal unser Handy in die Hand und danach müssen wir eine Entscheidung treffen. Welche Entscheidung ist das? Hä? Posten oder nicht posten? Nein. Ja? Welche App öffne ich? Ich mache mein Handy auf, ich weiß nicht, gehe ich zuerst auf Insta, auf WhatsApp, auf Facebook, lese ich meine E-Mails oder gucke ich wieder auf mein Konto, wie viel Geld ich verdient habe. Was mache ich zuerst? Wo gucke ich drauf? Warum? Diese Entscheidung muss jeder Einzelne treffen von uns. Jeden Tag, die ganze Zeit. Das heißt, es geht nur um Aufmerksamkeit. Das heißt, jede einzelne Social-Media-Plattform ist jeden Tag, kämpft sie um unsere Aufmerksamkeit wieder. Die kämpfen um unsere Aufmerksamkeit, dass wir ihre Plattform nutzen, egal ob es mit Push-Up-Benachrichtigungen ist, ob das mit E-Mails ist, egal mit was. Und das Interessante ist, da beginnt, musst du eigentlich schon direkt ansetzen, weil du musst dich fragen, wer ist mein Kunde, wo liegt das Geld, das ich verdienen möchte und wer gibt es mir und wo treibt sich diese Person rum? Welcher Plattform schenkt diese Person ihre Aufmerksamkeit? Und dann weißt du auch, auf welchen Plattformen du dich bewegen musst und auf welchen Plattformen du werben musst. Weil wenn du mit diesem Ansatz rangehst, verstehst du das viel einfacher und viel schneller. Das heißt, die erste Entscheidung, die jemand trifft, die dein Kunde trifft, den du über Social Media gewinnen möchtest, wenn er ans Handy geht, ist es, gehe ich auf Facebook, gehe ich auf Instagram, öffne ich Gmail wieder, gehe ich auf WhatsApp. Was mache ich? Tinder ich wieder, Lavoo oder was geht? Ja? So, ganz einfach. Kannst du überall Werbung machen. Kostenfrei, kostenpflichtig. Du musst nur wissen, wo treibt die Person sich rum. Nicht nur das, sondern was schenkt der, also welchen Dingen schenkt diese Person augenscheinlich ihre Aufmerksamkeit? Ist ja okay, wenn wir alle offen und ehrlich miteinander reden, richtig? Hat ja einer gesagt, Ehrlichkeit, Vertrauen zuerst, dann Ehrlichkeit, ja, ist wichtig. Das heißt, wir werden heute ehrlich sein. Ich werde auch ehrlich zu euch sein und ich werde ganz plumpe Beispiele bringen nachher. Also das heißt, wirklich richtig banale Dinge, die einfach jeder versteht, die aber, soll sich keiner von denen angegriffen fühlen oder sonst was. Das sind einfach ganz normale, plumpe, einfache Beispiele. Ich möchte, dass die einfach jeder versteht und dass wir hier Klartext miteinander reden, weil ich keine Lust habe, drum herum zu reden, nur um potenziell irgendjemanden nicht anzugreifen. Ist das okay? Ja. Ja? Okay, super, perfekt. Aufmerksamkeit haben wir gesagt, darum geht's. Pass auf, unter anderem ist Aufmerksamkeit auch so wichtig, weil wir jeden Tag über 6000 Werbebotschaften ausgeliefert sind. Und ich finde das so super interessant, immer wieder, als ich das letzte Mal gelesen habe, als ich diese Präsentation gemacht habe im Mai, da habe ich mir ein paar Dinge zum Marketing durchgelesen und dann stand da 6000 Werbebotschaften am Tag. Und dann denke ich mir, wo zum Teufel soll ich 6000 Mal Werbung am Tag sehen? Wo kommt die her? 6000 Mal Werbung. Und dann habe ich mal bewusst darauf geachtet. Also das heißt, ich bin mal wieder in mein Bewusstsein gegangen und habe gemerkt, wie unbewusst ich eigentlich lebe tatsächlich oder durch den Alltag gehe, weil auf einmal fällt dir halt überall die Werbung auf, die ständig aufploppt und die ständig kommt. Und wenn du das dann mal feststellst, wie oft, wo
beispielsweise jemand versucht zu werben. Das heißt, dass Unternehmen, große Unternehmen, teilweise mehrere Hunderttausende und Millionen Euros, darüber wird nachher auch der Uwe sprechen, in Fernsehen stecken, ja, dass sie die teilweise in Zeitschriften stecken, dass sie die in Plakatierungen stecken, dass sie einen Banner irgendwo bei einem Fußballspiel haben. Nur damit die unsere Aufmerksamkeit kriegen und dir fällt auf, dass es dir nicht mal auffällt, dass du es nicht mal mehr wahrnimmst, dass es in deinem peripheren Sichtblick einfach vorbeigeht, dann musst du dir vorstellen, dass das mit deiner Werbung nicht anders ist. Dass das mit dem, was du machst und wie du wirbst, und da kommen wir gleich dazu, du wirbst natürlich auf eine andere Art und Weise als jetzt beispielsweise Mercedes, aber dass selbst deine Werbung oftmals bei den Leuten vorbeigeht, dass die nicht ankommt. Warum? Weil deine Werbebotschaften, die Art und Weise, wie du wirbst und was du machst, keine Aufmerksamkeit erzeugt. Weil du es schaffen musst, binnen weniger Sekunden die Person einzunehmen und in deine Welt zu holen. Und wenn du es schaffst, das zu tun, dann hast du sie wie in so einem Bann, wie in so einem Trichter drinne und kannst mit der machen, was du willst. Solange, bis du sie wieder rausholst aus diesem Bann, aus diesem Trichter raus. Und deshalb ist die Aufmerksamkeit so extrem wichtig. Und vor allem auch für dich wichtig, heute den Social Media Day mitzunehmen und gleich wirklich gut aufzupassen, weil du dann ebenfalls deiner Konkurrenz einen Vorteil haben wirst. Es ist wichtig, dass ihr euch Gedanken macht darüber, was denken sich die Leute dabei, okay? Was könnte ankommen, welche Gefühle können hochkommen und vor allem auch, was wollt ihr suggerieren, okay? Weil das Schöne an Bildern ist, Bilder erzählen mehr als 1000 Worte. Und wie gesagt, ich bringe hier ganz plumpe Beispiele, weil ich will, dass jeder versteht, was ich meine. Das heißt nicht, dass jetzt jeder sich nachher vor Erkut seinem R8 fotografieren lassen soll. Das muss nicht sein. Ja? Aber, was sagt es aus? Ja? Das sind Dinge, die merke ich selber. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber wenn ich ein einfaches Selfie hochlade, ein einfaches Selfie bei mir in der Couch zu Hause, auf der Couch, ich liege da fertig, ich lese ein Buch oder sowas, dann kriegt das nicht besonders viel Resonanz. Aber wenn ich beispielsweise irgendwo stehe, ich bin gut gekleidet, man sieht im Hintergrund vielleicht ein bisschen Sonne, man sieht eine kleine Szenerie, je nachdem, was da ist. Ich bin am Lachen, vielleicht sind da noch andere coole Leute dabei. Das Bild erzählt einfach ein bisschen was. Das Foto wurde von mir gemacht, das ist gut bearbeitet, mit einer guten Kamera gemacht worden. Dann kriegt das viel mehr Resonanz, als einfach nur das einfache Selfie auf der Couch mit dem Buch in der Hand. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr versteht, wie ihr Aufmerksamkeit erregen könnt. Und darum wird es nachher gehen. Aber ich will erstmal, dass sich euer Denken rein nur darum dreht, wie könnt ihr Aufmerksamkeit erzeugen. Ganz einfach. Wie könnt ihr Aufmerksamkeit erzeugen? Und das kann man auf die einfachsten Arten und Weisen machen. Durch die simpelsten Sachen kann man das machen, Aufmerksamkeit erzeugen. Ja? Wir sehen es ja gerade beispielsweise, ich weiß nicht, wer von euch beispielsweise viel Hip-Hop und so weiter, Rap etc. verfolgt, egal ob es in Deutschland ist oder in den USA beispielsweise ist an sich. Ne? Aber was ist passiert? Das Wichtigste ist, wenn du es nicht schaffst, durchgängig Aufmerksamkeit zu erzeugen, dann wirst du irrelevant. Du musst es schaffen, durchgängig Aufmerksamkeit zu erzeugen, um nicht irrelevant zu werden. Weil das Problem daran ist nachher, wenn du einmal irrelevant geworden bist, ist es schwer wieder hochzukommen. Dann ist es schwer wieder an Relevanz zu kommen. Da musst du manchmal zu kleinen, dreckigen Tricks greifen, ja? So wie es beispielsweise Eminem machen musste jetzt. Er hat nämlich sein Album rausgebracht, Revival oder so hieß es. Dieses Jahr war es, glaube ich, oder Ende letzten Jahres, bin mir gerade gar nicht sicher. Das Album war okay, aber das ist nicht das, was die Leute von Eminem halt einfach kennen. Das heißt, er hat dann Relevanz verloren, weil die gesagt haben, hey, der Typ wird alt, der macht nur noch komische Radiomucke. So, der ist einfach nicht mehr am Start, fertig. Wurde gedisst, ja, die Leute haben ihn nicht mehr ernst genommen. Generell die Hörer, die Leute, die seine Platten gekauft haben, sind massiv zurückgegangen. Was passiert? Eminem hat vor 2 Wochen, war das, glaube ich, hat einfach ein Überraschungsalbum rausgehauen. Er hat einfach ein Überraschungsalbum rausgebracht. Heißt Kamikaze. Ihr wisst ja alle, was ein Kamikaze ist, oder? Ja? So. Und in diesem Album hat er einfach mal wieder das gemacht, wofür ihn die Leute geliebt haben. Er hat andere Leute gedisst. Er hat Beef mit anderen Leuten angezettelt, ja. Er hat angefangen wieder zu rappen, er hat wieder angefangen das zu machen, was er anfangs gemacht hat. Und er hat viele, viele Open Loops eingebaut, darum wird es später gehen, viele Geschichten eingebaut, die er nicht zu Ende erzählt hat, wo andere Leute das nachher hören und sagen, ey, der hat doch Drake gedisst, ey, der hat doch Machine Gun Kelly gedisst und so weiter und so weiter. Und jetzt sprechen die Leute seit 2 Wochen ununterbrochen in den USA, aber auch teilweise in Deutschland nur noch über Eminem.
Zumindest die Leute in der Rap- und Hip-Hop-Szene. So ganz einfach, weil er sich überlegt hat, okay, was kann ich machen? Ich droppe ein Album. Ich erzähle keinem davon. Was mache ich in dem Album? Das, was ich immer gut gemacht habe. Ja? Und ich ziehe halt einfach mal ein paar andere Leute mit in den Dreck. Ich gehe dann davon aus, dass die mich auch versuchen, mit in den Dreck zu ziehen, aber umso besser, weil wenn die ein Diss-Video gegen mich machen, dann kriegt das halt auch mal 100 Millionen Klicks. Ist auch gut, da haben 100 Millionen Leute wieder ein Video gesehen, wo 3 Minuten lang jemand nur über mich gesprochen hat. Versteht ihr? Ist auch wichtig. Jetzt vielleicht, dann denkt man sich vielleicht, oh, das wäre doch ein Image-Schaden, wäre doch nicht cool. Ja, scheißegal, in einem Jahr interessiert es keinen mehr, in einem halben Jahr interessiert es keinen mehr. Dann hat es schon wieder jeder vergessen. Genauso wie jetzt auch kaum noch jemand daran denkt, irgendwie, dass Bushido und K1 mal Beef hatten. Klar, weiß man noch. Ja, aber zu den Höchstzeiten war das voll krass und so, ging voll ab. Aber jetzt hat es auch schon wieder jeder vergessen. Und beide sind auf ihrem Höhepunkt. Da hat man gedacht, boah, wenn der den disst und der den disst, dann werden die alle, da kann nur einer überleben, der andere kündigt dann, der beendet seine Rap-Karriere, ist vorbei. Nein, sind beide auf ihrem Höhepunkt. So, das mal kurz, um nochmal einen weiteren Exkurs zu einem Beispiel zu machen.